So, Freunde, die Börse ist vorbei. Die Börse war super, wie immer. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen, die ich geholt habe. Ich habe einiges geholt, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis war das eigentlich ganz in Ordnung für so eine Börse. So, ich habe hier ein paar Mega Drive-Titel und die zeige ich euch jetzt mal. Poxy oder wie und ist ein Jump'n'Run. Ich stehe auf diese farbenprächtigen 16-Bit-Jump'n'Runs. Dann Warlock. Hier sieht man auch den Preis. Also 5 Euro kann man nicht meckern. Warlock, warum habe ich das geholt? Ich habe es eigentlich für das Super Nintendo, aber die Super Nintendo-Version ist geschnitten. Und die Mega Drive-Version ist nicht geschnitten. Daher habe ich mir die auch noch geholt. Dann irgend so ein Golfspiel für 1 Euro. Ich werde es vermutlich, ich gebe es zu, vermutlich wird das Ding nie gespielt. Aber ist halt für die Sammlung ganz in Ordnung. Dann World Cup USA 94. Sporttitel werden eigentlich ziemlich unterschätzt. Die machen zu zweit wirklich sehr viel Spaß. Also. Dann eine U-Boot-Simulation. Wird vermutlich auch nur für die Kollektion sein. Dann ein Nigel Mansell IndyCar Racing Spiel. Ist auch der nette Herr, der da dieses Formel 1-Dings, glaube ich, auch hat. Also, ja. Ich glaube, das waren es. Ja, ist mit Anleitung 2 Euro. Mein Gott. Für die Collection. NBA All-Star Challenge. Basketballspiele mag ich eigentlich sehr auf den älteren Konsolen. Auf den neuen spiele ich die nicht mehr so. Formel 1 für den Mega Drive. Ja, wird auch für die Collection sein. Dann Champions World Class Soccer. Ich mag Fußballspiele. Empfohlen von. Ja, ich kennt da den. Keine Ahnung. Ist aber von ihm empfohlen, dann kann es ja gut sein. Kann es ja nur gut sein. Und dann von dem Funky Video Game Junkie unsere Wette. Hat er ja ein bisschen missverstanden, aber ist auch nicht weiter tragisch. Denn Rise of the Robots habe ich nämlich nur für den Super Nintendo und für das Mega Drive hatte ich es nicht. Und für das Mega Drive ist es sogar noch beschissener, als es schon ist. Ja, das waren die Mega Drive-Titel, aber hier habe ich noch etwas Mega Drive-Bezogenes. Und zwar so eine Game Cartridge Box für den Mega Drive. Und es sieht neu aus. Ist auch eher für die Vitrine, als dass ich das benutzen würde. Es war nur ein Stück Plastik, aber es war nicht wirklich teuer. Es hat mich 6 Euro gekostet. Und für die Vitrine ist das doch ganz in Ordnung. Dann ein paar Saturn-Titel. Gun Griffin. Sieht ein bisschen aus wie MechWarrior. Und ja, mag ich eigentlich. Mal gucken, wie das so ist. Leider ohne Anleitung. Aber das macht nichts. Und Casper dazu. Die beiden habe ich gekriegt für 5 Euro. Ist auch kein schlechter Preis. Dann erneut ein Fußballspiel für den Saturn. Und zwar FIFA 96. Wie erwähnt, stehe ich auf Sporttitel. Die Anleitung ist ziemlich dick, wahrscheinlich in mehreren Sprachen, klar. Hat mal gekostet 79 Mark und 95 Pfennig. Nicht gerade billig. Ja, dann habe ich für meinen Nintendo Scope, was ich vor der Börse gekauft hatte, das Nintendo Scope 6 gefunden. Irgendwie nicht gut beleuchtet heute. Für 2 Euro. Sehr guter Preis. Jetzt kann ich das Ding endlich mal ausprobieren. Und
Ich hatte so eine lange Zeit nur die OVP und jetzt endlich kommt das Spiel dazu. Für 5 Euro, auch ein sehr guter Preis. Dann für die Dreamcast, Fighting Force 2, da steht 3 Euro drauf, ich habe gezahlt 2. Und ich mag die Fighting Force Reihe. Erinnert mich immer an Final Fight und ich mag so eine Art Spiele. Dann ein paar Super Nintendo Titel. Und zwar Stargate in OVP für 3 Euro. Ist zwar ohne Anleitung, aber ja, mein Gott, 3 Euro. Das Spiel an sich finde ich jetzt nicht so berauschend, aber generell so Spiele unter 5 Euro, die noch einigermaßen gut aussehen, nehme ich eigentlich immer mit. Dann wurde mir dieser Titel regelrecht hinterhergeschmissen. Die OVP ist zwar ziemlich demoliert, aber ich habe dafür nur 5 Euro gezahlt. Ich weiß gar nicht, darf ich das überhaupt zeigen? Egal. 5 Euro nur gezahlt. Ich mag diese Reihe. So, jetzt kommen wir zu dem teuersten, glaube ich, ja. Und zwar First Samurai komplett für 17 Euro. Ist in einem relativ guten Zustand. Und hab ich gewundert, 17 Euro, normalerweise kriegt man diesen Titel nicht unter 30, 40 Euro. Oder es hat sich wieder was geändert, ich habe keine Ahnung. Aber für die Collection ganz gut. Dann für 2 Euro das Formel 1 für den Game Boy mit natürlich ja, das Spiel, Anleitung und den Multitap für 2 Euro. Mein Gott, ich meine, ist klar, dass das kein Titel ist, der übermäßig teuer ist, aber für 2 Euro, ich hatte es noch nicht. Ich hatte auch diesen 4-Dingens-Player-Adapter nicht. Daher habe ich gesagt, für 2 Euro nehme ich das noch mit. Die Retro Gamer, die neueste Ausgabe für 5 Euro. War wahrscheinlich so ein Börsenspecial. Und ich hatte die noch nicht und habe sie jetzt einfach mitgenommen, weil ich alle anderen auch habe. Für 5 Euro ist das ein sehr, sehr guter Preis. Das ist mehr als die Hälfte weniger. Ja. Dann eine Zeitschrift, die umsonst da war. Game Reactor. Ja, ist jetzt nicht so retro-mäßig, aber ein bisschen Lektüre kann nicht schaden. Dann auch geschenkt gekriegt, so einen niedlichen Pilz. Kommt auf irgendeine Konsole oder sowas. So, dann eine Retro Gaming Volume 1 DVD, wo das Thema Retro Konsolen und Spiele vorgestellt wird. Ist zwar auf Englisch, aber man kann ja, denke ich mal, ein bisschen Englisch und dann klappt das auch ganz gut. Dann für den 3DO Demolition Man. Ich stehe auf diese Full-Motion-Sequenzen-Spielen-Dinger und das sieht auch ganz gut aus. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich neu ist. Hier steht nämlich neu drauf von dem Verkäufer. Aber auch nicht 15 gezahlt, sondern 10. Ja, ich werde es nachher mal einlegen und schauen, wie das ist. Der Film ist nämlich klasse, ich mag den Film. Und eine kleine Zusatzinfo, der Sylvester Stallone, beim Cast wollte er eigentlich als Gegenspieler Jackie Chan haben. Aber da Jackie Chan meinte, er spielt keine Bösewichter, ist es am Ende Wesley Snipes geworden. Und ich glaube, das ist auch wirklich sehr gut so, denn der spielt seine Rolle perfekt. Ah, und dann war da noch vor dem, ich könnt euch erinnern, vor dem Eingang so eine Free-Kiste und da habe ich mir so ein Tütchen rausgegriffen. Ne? Genau. Da ist einmal Wer wird Millionär dabei für die PS1 und Olympic Soccer. Ja, for free, warum nicht? Habe ich nämlich beide noch nicht. So, das waren so die Sachen.
die ich aus von der Retro Bar. Wie viel habe ich ausgegeben? Ich habe knapp, ja, so 95 Euro, 100 Euro ausgegeben. Und sind natürlich viele Sachen dabei, die ich so auf Flohmärkten, denke ich mal, nie finden würde. Und daher ist es auch immer wieder toll, auch auf solchen Börsen. Klar, die Preise sind... Ich will mich gar nicht mehr über die Preise beschweren. Jeder muss wissen, was er selbst ausgibt und was nicht. So, ich danke euch fürs Zusehen und so weiter. Und würde sagen, bis zur nächsten Retro-Jäger-Folge. Und bis denn. Und viel Spaß beim Zocken. Kommt doch nur irgendeine Konsole oder sowas. Hast du, Schatz?